Hallo zusammen, ich bin der Gamerock und es klopft da jemand. Es klopft da jemand an das Tor, hast du gehört? Und ich könnte nachschauen, wer da mit roher Gewalt an das Tor klopft. Ich könnte aber auch mit dem Tenner reden. Einfach oder nach ihm nachschauen. Das Spiel haltet das für eine gute Idee. Ich spiele Ashes of Gods. Oder Ash of Gods heisst es, genau. Und Gleda ist meine Tochter, die da ihre Sachen packt für irgendeine Reise. Ich habe keine Ahnung für welche. Und weil ich eben so ein Familienmensch bin, in der letzten Folge meine Frau selber begraben habe und die Tochter von ihm nebenan hergelegt habe und mir irgend so ein komischer Geist, irgendein Schmitter. Ich weiss auch nicht, was von mir will. Eigentlich wollen wir einfach herausfinden, wenn die Ernte stattfindet. Darum, Gleda, was ist los? Sie beladen die Ross und brüllen dabei. Oh, meine Mami, wie sollen wir ohne dich leben? Wir ohne dich leben. Ah, und sie flüstern es noch. Aber ich als Thorn, Brennin, sage dann, oder lege dann ihre Arme, meine Arme um meine Tochter, während sie ihr brühlendes Gesicht in meine Brust drückt. Es ist vorbei für die Licki, meine Liebe. Aber für dich und Magd, also ich weiß eben nicht, ob der Magd oder die Magd. Aber ich glaube, es ist der Magd. Also für dich und den Magd ist es noch nicht. Denk dran, wie sehr es auch wehtut. Gleda nickt und versucht, sich zusammenzureissen. Sie berührt nicht mehr so fest, sondern fängt an, die Satteltaschen zu schnallen. Für dich ist es auch nicht vorbei, Papi. Egal, was du denkst. Ich bin fast fertig. Ich muss nur noch das Paket mit der Schriftrolle vom Rask festschnallen. Vielleicht habe ich die Chance, sie zurückzugeben. Ja, die Schriftrollen, die haben es eben irgendwie noch intus. Die sind irgendwie mal ganz heiß geworden und so, aber ja, das könnte ich ja in den vorherigen Folgen nachschauen. Es schmerzt mich, meine Tochter so zu sehen. Weil jede ihre Geste erinnert mich an meine Frau. Ich beisse die Zähne zusammen und mache weiter. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Okay, also, soll ich jetzt meiner Tochter helfen, das Gepäck zu befestigen, oder soll ich die Schriftrolle wegrühren? Ah, das ist jetzt wieder so ein Ding. Ah, das Game macht mich fertig. Eigentlich möchte ich ja für meine Tochter da sein, aber ich habe echt das Gefühl, die Schriftrollen, die sind so... die haben etwas Böses und das Klopfen im Hintergrund, das geht mir auf den Geist. Komm, ich mach da fertig. Gleda schluchzt, reißt sich aber zusammen. Du hast recht. Es ist so eine Kleinigkeit. Ja, die Erinnerungen sind wichtig und nicht, was man aufgeschrieben hat. So, wenn wir jetzt endlich mal schauen, wer da so klopft, hey. Oder wenn wir nach dir schauen, wie es dir geht, weil du hast ja eben gerade vorhin deine Tochter auch verloren und vergraben, begraben. Komm, wir sind genug empathisch gewesen und genug solidarisch gewesen. Ich wollte wissen, wer da ständig an das Tor klopft. Es ist der Hauptmann Krieger. Er hat den Fisk, den Wachmann vom Nordtor sowie vier Jungs aus seinem Regiment bei sich. Was sollen wir machen? Du schaust tatsächlich sehr erschrocken, lieber Ten. Lass ihn rein, bevor er das Tor zerstört. Ja, weil dann kommen nämlich alle rein. Gleda, schliess die Stalltüren, nur für den Fall. Ja, weil sonst nehmen sie oder klauen sie noch ein Ross und reiten davon. Das haben wir ja nicht. Wow, wer bist denn du? Der Krieger! Schreit
seinen Gefährten zu. Verdammt! Schnell! Bring die Rösser rein! Dorn ist dein alter Diener völlig taub! Ich habe mir die Fingerknöchel wundgeschlagen, als ich hier dein verfluchte Tor angeklopft habe. Hast du nicht gehört, was in der Stadt los ist? Nein. Ich war gerade anders beschäftigt. Das macht mich wirklich gerade hässlich. Ich habe schon Narren. Ich weiss es. Der Tenner hat gerade seine Tochter verloren. Du blöder Sack. Verstanden? Und ich? Ich habe einfach gerade noch meine Frau verloren, du Vollidiot! Verflucht nochmal! Die Stadt ist verdammt! So oder ähnlich. Der Krieger wendet sich mir zu. Was, Licky? Auf keinen Fall! Oh, es tut mir leid, Kumpel. Wirklich leid. Ich will verdammt sein, wenn ich deine Gefühle verletzt habe oder so. Hey, das ist eigentlich recht emanzipiert von dir, Krieger. Wow. Gerade beeindruckt. Du wirst wie ein Hund sterben, also mach dir keine Sorgen. Das werden wir alle, wenn es so weitergeht. Was ist mit dir passiert? Er wischt sich den Schweiß vom Gesicht. Wo das Monster die Stadt betreten hat, sind alle verrückt worden. Hast du das Zeichen gesehen, das er am Tor hinterlassen hat? Was machen wir jetzt? Ich wollte den Bürgermeister fragen, aber nicht gedacht, dass ich es werde schaffen. Außerdem habe ich die Jungs dabei. Jungs dabei haben ist immer gut. Darum wendet er sich jetzt auch ihnen zu. Ne? Hey, ihr Weicheier! So redet man mit den Jungs. Kommt da hin! Ist alles okay? Es sieht so aus, als hättet ihr in die Hose gemacht. Kümmert euch um die Rösser, während wir uns etwas ausdenken. Okay, dazu sage ich jetzt mal nichts. Oh, köstlich. Jetzt kann ich schon wieder. Wow, ich kann wieder zum Tor. Alle sollen sich hier versammeln, um etwas zu planen. Dann können wir hier in den Stall zu den jungen Soldaten von Albius. Oder wir gehen wieder eben zum Tenner. Könnt ihr mal schauen, wie es ihm geht. Oder ich kann ihn shoppen. Einer von den Soldaten lernt sich gegen den Schuppen. Seine Beine scheinen nicht mehr in der Lage zu sein, ihn zu stützen. Aha, jetzt verstehe ich, warum du vorhin gesagt hast, Weichheit. Du bist noch nie in der Schweizer Armee gewesen, Mann. Okay. Nein, ich wollte jetzt wissen, was mit dem Tenner los ist. Ich betrete das Haus und schaue, dass der Tenner meine Sachen packt. Aber nicht in Eile ist zu gehen. Hä? Was? Ah, jetzt, sorry. Ich muss, es ist halt immer wieder das Gleiche mit dem Schweizerdeutsch. Aber ich betrete das Haus und sehe, dass der Tenner all meine Sachen schon gepackt hat und nicht in Eile ist zu gehen. Was haltet dich auf, Tenner? Der Tenner macht eine hilflose Geste. Verzeih mir, Meister Brennen, aber ich komme nicht mit. Ich muss an der Seite von meiner Tochter bleiben. Ich werde mich ums Haus kümmern, solange ich lebe. Wow. Okay. Bin beeindruckt, lieber Tenner. Soll ich ihn jetzt fragen, ob er hofft, zu überleben? Okay. Oder ich sage ihm, dass er ein ausgezeichneter Diener ist. Das wäre loben, hä? Oder ich frage noch nach seinen Absichten, wobei die sind mir eigentlich völlig klar. Er will einfach seine Tochter beschützen, auch wenn sie schon tot ist. Aber ich meine, als alter Mann hat man nicht mehr so Ambitionen, in die Weltgeschichte rauszugehen und die Welt zu retten und so. Sondern dann ist man ein bisschen bequemer. Ich meine, ich könnte ihn schon fragen, ob er hofft, sich zu überlegen, aber ich möchte ihn eigentlich loben für die guten Taten, die er jahrelang für mich als Thorn gemacht hat.
Und er war ja immer allzeit bereit und so. Und darum. Du bist ausgezeichnet. Im Tenner, sein Gesichtsausdruck wird weicher. Sie sind so ein vorbildlicher Ehemann für die Herrin Liki. Egal, was ihr Vater, der Graf Wichti, sagt. Ah, der Wichti ist mein Vater. Okay. Muss ich mir schnell aufschreiben, sorry. Sonst komme ich dann bei dieser ganzen Geschichte nicht raus. Und ich will sie ja wiedergeben. Die Geschichte. So, gehen wir jetzt zu dem schwachen, schlappen Weichei. Oder gehen wir in den Stall. Oder gehen wir gerade raus und planen etwas. Eigentlich können wir die zwei ja völlig egal sein. Die sollen doch machen, was sie wollen. Komm, ich will planen, wie es weitergeht. Vergiss den Trouble, Krieger. Und der Bürgermeister ist im Fall auch tot. Wir segeln auf einem beschissenen Bach. Was machen wir jetzt? Wäsch die Scheissflecken weg und renn los! Was ist es das eigentlich für ein Zeichen am Tor? Überprüft? Aha, überprüf. Ich sage zum Krieger, überprüf von allen den Nacken. Die Psyche hinterlässt ein markantes Zeichen, das so wie ein Bühlen ist und so grün und grusig und. Oder? Du hast etwas gesagt von durchdrehen. Krieger, wie meinst du das genau? Da können wir spontan drei Sachen einsehen. Aber es ist Zeit, die Stadt zu verlassen. Ab auf die Pferd. Oder auf die Rösser. Je nachdem, wie du das jetzt gesehen hast. Ich will etwas über das Zeichen erfahren. Sag mal. Woher soll ich das wissen? Ich bin wach gestanden am nördlichen Tor mit dem Fisk. Mögen die Götter ihn mit Nüchternheit bestrafen. Plötzlich taucht ein Monster auf. Ich weiss, erzähl nichts Neues. Erzähl etwas Neues. Aha, nein, das ist ja der Flit, wo jetzt da plötzlich redet. Wer ist der Flit? Ah, das ist wahrscheinlich so einer von diesen Jungs, die der Krieger mitgebracht hat. Okay. Tempelaufzeichnungen bezeichnen sie als Schnitter, denn sie kommen während der Ernte. Ah, okay. Jetzt habe ich auch verstanden. Sie sehen nicht immer wie Monster aus. Manchmal wirken sie fast menschlich. Ja, dem, wo ich begegnet bin, der hat fast ein bisschen menschlich ausgesehen. Sie nennen sich selber Umbra. Aber in den Chroniken werden sie nur am Rand erwähnt. Warte schnell, hier in der Schmitte haben wir Umbras. Okay. Wir sind übrigens Maden. Habe ich das richtig aufgeschrieben? Heißt das Muden oder Maden? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Das ist gut, also zum Glück rettet der Krieger. Ich habe keine Ahnung, was das war. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch scheißegal. Das klingt so wie nach mir. Das könnte ich sagen. Ich weiss nur, was ich gesehen habe. Es ist so beängstigend, dass man sich fast in die Hose gemacht hat. Dass ich mir fast in die Hose gemacht habe? Nein, das kannst du ja nicht so sagen. Dass man sich fast in die Hose macht. Genau, weil du stehst ja da vor deinen Jungs. Das sagt man sonst so nicht. Also. Das haben doch viele gemacht anscheinend, okay? Zumindest sind alle auf den Boden gefallen. Das Monster hat irgendeine Art von Zeichen auf dem Tor hinterlassen. Und dann kreischt. Der Schnitter hat gesagt, dass das Tor versiegelt ist und dass sich jeder auf den Tod vorbereiten soll. So steht es in der Tempelsprache. Und dann in Frisianisch. In Frisianisch. Haben sich hier den Otto gefragt? Egal. Der Krieger fängt jetzt an zu schreien, was ich jetzt nicht eins zu eins wiedergebe, weil es wird zu laut und es ist schon spät, während ich hier am Aufnehmen bin. Und ich wollte nicht alle Nachbarn wecken und so, verstehst du? Okay.
Hebst du deine Klappe, du Klugscheisser? Du redest immer weiter und weiter. Was hast du vor? Deine Feinde auf dem Schlachtfeld zu Tod zu reden? Du Rotzlöffel! Mit zitternder Stimme antwortet der Flit. Habe ich jemals jemanden um den Grund gebeten, mich ein Feigling zu nennen? Habe ich jemals jemandem einen Grund gegeben, mich ein Feigling zu nennen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt tue ich mit zitternder Stimme antworten. Ich gehe immer wieder rein. Nachdem der Flit das gesagt hat, kann ich sagen, Krieger, hör auf! Oder Schweig, Flit! Krieger, hör auf! Schweig, Flit? Ich finde schon, der Krieger hat vorhin schon gerade ein bisschen Gas gegeben. Darum, Krieger, hör auf! Immer mit der Ruhe. Du auch, Flit. Beruhig dich. Wie kommt es, dass du so viele Sprachen sprichst? Er ist immer noch angespannt. Ich muss sie einfach lernen. Viele Archive existieren nur in frisianischer Sprache oder in der Tempelsprache. Ja, wie bei uns im Latein werden alle guten Bücher geschrieben. Wissen ist immer nützlich. Was den Mut angeht, entweder wir hätten oder wir hätten nicht. Du wirst es merken, wenn du ihn brauchst. Oh, ich bin ja ein sehr weiser Mann, merke ich gerade. Also, überprüfe jetzt alle im Nacken. Die Seuche hinterlässt ein markantes Zeichen. Du hast etwas von Durchdrehen gesagt, Krieger. Es ist Zeit, die Stadt zu verlassen. Ab auf Tross. Nein, wir untersuchen jetzt zuerst alle auf das markante Zeichen im Nacken, weil... Meine Frau hat das auch gehabt. Nein, Loyalität gesunken. Aber dafür beim Flit erhöht. Okay, danke. Immerhin etwas. Das erste Positive, das ich erlebe. Das haben wir schon herausgefunden. Keiner von meinen Jungs hat das mal. Ich habe es persönlich überprüft. Aber die Städter haben sich vor Schmerzen am Nacken gefasst. Die Götter haben uns von dem Elend verschont. Ohne sie würden wir uns am Boden binden. Wir sollten dankbar sein. Du bist der Fisk. Das ist ein anderer Krieger. Oder ein anderer, ja. Beim Fisk ist die Loyalität auch gut. Du nennst die Götter, aber sie haben nichts damit zu tun, verdammt! Nun? Wie tut man nun auf Schweizerdeutsch übersetzen? Jetzt? Also. Wir haben Tricks, die uns helfen. Was hast du, Fisk? Was meinst du? Ich habe einen Speer und meine Rüstung. Obwohl ich zugeben muss, dass sie nicht die besten sind. Ja, halbe Waffen sind auch Waffen. Ich frage mich, ob du betrunken oder nur dumm bist. Das ist aber auch nicht gerade viel besser als das, was der Krieger vorhin gesagt hat. Vielleicht habe ich mich aber auch nicht klar ausgedrückt. Danke vielmals, dass du hier dabei gewesen bist. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder. In diesem Sinn. Cheers.